Die Herzsportgruppe des TV Mülheim bringt seit 1986 einmal pro Woche bis zu 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung. Herzkranke haben hier die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung, je nach Wohlbefinden, Sport zu treiben. Dies immer in Anwesenheit eines Arztes, denn ein gewisses Risiko ist allen Beteiligten bewusst, erst recht den Übungsleiterinnen. Bei älteren Menschen, jetzt vor allen Dingen jetzt hier in der Herzgruppe, müssen sie ja immer im Gesicht gucken, wie ist die Hautfarbe noch, verändert die sich, atmet die schwer, ist irgendwas Besonderes, was auffällig ist, was vorher nicht da gewesen ist. Da müssen sie dann alles halt eben da mitgucken, wenn sie da vorne stehen. Ne? Elke vom Fell und ihre Kolleginnen bilden sich regelmäßig fort. Die jüngste Gelegenheit bot sich beim Sportbund Gesundheitsspecial Fit mit Herz. Präsidentin Monika Sauer begrüßte die Übungsleiterinnen und Übungsleiter in der Uni Koblenz. Und alle freuten sich auf den Impulsvortrag von Professor Dr. Tim Meyer vom Institut für Sport- und Präventivmedizin der Universität des Saarlandes. Außerdem ist er Arzt der DFB-Nationalmannschaft. Die Resonanz mehr als zufriedenstellend. Es macht ja auch Spaß, vor so einer großen Gruppe zu reden. Viel schöner, als wenn es nur ein Drittel ist oder so. Und die Leute waren auch sehr aufmerksam, was ebenfalls auch für den Redner schön ist. Auf den Vortrag folgte eine rege Fragerunde. Das Herz, das Organ, das alle bewegt. Und so ergaben sich Fragen vom Spitzen- bis zum Freizeitsport. Am Ende geht es allen um eines. Nur die richtige Trainingsdosierung hilft der Pumpe. Weniger ist oft mehr. Wenn ich Übungsleiter wäre, würde ich gerne wissen, ob die Personen, die bei mir in der Gruppe sind, irgendeine Vorschädigung tragen oder nicht. Und das war ja auch ein Thema des Vortrags heute. Es darum geht, wie kann man die identifizieren? Welches sind diejenigen, die am wahrscheinlichsten eine Vorerkrankung haben? Welche Fragen muss ich stellen? Diese Dinge. Das ist, glaube ich, für Übungsleiter sehr relevant. Fit mit Herz hieß aber auch bewegte Pause. Personal Trainerin Antonia Lief leitete das Auditorium an. Und so brachte der allgemeine Hochschulsport seinen Part in der Uni Koblenz ein. Eine willkommene Auflockerung zur Halbzeit. Und dann sollte es um technische Hilfsmittel gehen. Effiziente Trainingsprotokollierung, das Thema von Dr. Roland Burger. Passend zum SBR-Jahresmotto informierte der Sportwissenschaftler über gezielten Einsatz von neuen digitalen Medien. Auf der einen Seite ist es zu empfehlen, weil es natürlich motiviert, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu kontrollieren. Und dann ist es tatsächlich, wie wir auch jetzt in dem ersten Vortrag gehört haben, an der einen oder anderen Stelle auch lohnenswert, mal anzuschauen, wie das Herz funktioniert und ob wir da mit Risikofaktoren bestückt sind. Dieser zweite Impulsvortrag spannte den Bogen von der Gegenwart zur Zukunft. Dr. Roland Burger betonte die Potenziale von aktuellen und sicher gespeicherten Daten. Wir sind im Sport jetzt gerade Vorreiter und probieren das aus. Und über kurz oder lang wird es so sein, dass wir nicht nur die Daten dann mit den Krankenkassen erheben, sondern auch über mehrere Generationen dann Daten vorliegen haben, wo wir wissen, dass in der Familie schon Vorerkrankungen da sind, die dann auch zu Schädigungen führen können. Prävention ist und bleibt ein Zauberwort. Dabei kann fundiertes Wissen helfen. Unerlässlich ist jedoch aktive Arbeit für das eigene Wohlbefinden, wie hier beim TV Mülheim. Denn Bewegung ist alles. Und so schafft es die Herzsportgruppe, ihre Mitglieder fit zu halten. Fit mit Herz und Verstand. Nur der Sport macht's möglich.